Hallöchen Leute, da sind wir wieder bei Arma 2 Operation Arrowhead. Tschernorussland Map und übrig geblieben vom großen Haufen ist noch der Varalor. Ja, wie immer. Und ich, also sind übrig geblieben, nicht ist. Und wir greifen immer noch das Ziel vom letzten Mal an, aber das wird sich jetzt natürlich zu zweit als relativ schwierig erweisen. Aber, ein bisschen, ja, wir versuchen es jetzt einfach mal. Als erstes nehme ich jetzt hier gleich mal noch wieder ein paar Rekruten zur Hand. Kaum sagt man, schießt es schon. Ja, sollen wir mal nach oben gehen und gucken? Ja, gucken wir halt. Ne? Oh, der ist mir fast auf den Kopf gefallen. Heiliges bisschen. Es ist aber auch nicht ganz einfach zu erkennen, was hier zu einem gehört und was nicht. Ja, egal, einfach alles umschießen. Ich versuche mal beim Panzer in Deckung zu kommen hier. Da kommt ein Panzer. Von irgendwo. Ich höre ihn. Mal zur Scheune. Wo bist du? Hinter dir. Warte, ich muss mal auf die Map gucken, wo wir sind. Okay, wir sind an einem ganz anderen Ort wie vorher. Hörst du das auch? Irgendwas fährt doch da. Einen habe ich. Einen Sniper habe ich. Ja gut. Oh, oh Panzer. Da, das war Panzer. Oh, ah. Cover me, reloading. Und irgendwas schießt auf mich. Das ist aber, oh, der Panzer ist hinterm Haus. Warte mal, der kommt jetzt hier raus. Und wo schießt denn? Weiß nicht. Nein, jetzt habe ich den Panzer verpasst. Und hier ist die Tür zu, schöner Scheiß. Six. Report status. Ja. Oh, ihr Flaschen verhängt doch nicht dauernd. Eben, also es ist. Weil die wären, wenn sie dann mal lebend runterkommen, wäre es wirklich schön. Weil sie können eigentlich mit den Sachen gut umgehen. Nur eben, wenn sie nie lebend ankommen. Five. Report status. Six. You read over. Ah, die sind schon wieder tot. Eight. You read over. Die landen aber auch völlig im Schilf. Uiuiui. Ui, ui. Also ich wäre kein Mensch für Krieg. Da rennt doch einer. Guck mal, das ist doch so ein... Oh. Schon tot. Der liegt jetzt da. Wo bist du? Ich stehe ja neben dir. Oh. Das wäre irgendwie gut, wenn man Gruppen machen könnte. Das geht hier aber, glaube ich, eben nicht. Eine Squad bilden, das müsste eigentlich gehen. Aber das kann man, glaube ich, nur an der Base machen. Von daher... Oh, guck mal, die KI, die ist aber frech weit vorne schon. Dann machen wir das doch auch mal. Ach, da bist du. Jo. Oh, ich verliere dich da. Versuche Richtung Tower zu kommen. Der ist da oben. Ist oh Gott, das ist ja. Nee, doch nicht. Noch elend weit weg. Oh, je. Und hops. Huch. Da schmeißt wieder was Granaten. Da steht einer. Wo? Am Baum da, oben. Ich glaube, das ist meiner. Die stehen hier, Digga. Oh, 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 oh. Eieiei. Oh, da oben. Achtung, Achtung, Achtung. Guck mal hier oben. Oh. Da, da, wo ich hinschieß. Ja, ja, ja. Gut, jetzt müsste man eigentlich das Auto, ne, jetzt kann man nicht mehr, jetzt ist das Auto kaputt. Das hätten wir uns eigentlich ausleihen können. Oh, da steht auch noch einer. Ne, das war wieder ein Eigner. Ich glaube, ich spinne, was ich heute in Panikattacken eigene wegmache. Ich habe wahrscheinlich bald nicht keine Punkte mehr für ein Messer oder irgendwie sowas. Für gar nichts mehr. So. Infiltration. Wir schaffen das. Da rennt wieder einer. Aber ich glaube, der ist unbewaffnet. Oh. Genau vor mir. Wo bist du? Genau, ums Haus rum. Da, der. Ne, lass den mal. Okay. So viel zum Thema. Der war nicht mal bewaffnet. Das war irgendein Panzer. Okay. Einer aus dem Panzer, der kaputt ging. Ja, das war ein Patriot. Ja. Das ist wohl wahr.
Da oben ist der Tower. Okay, dann machen wir hier mal ein Feldlazarett. Oh oh. Da kommt wieder ein Hubschrauber und jetzt schmeißt er wieder Leute ab. Hm. Wo sind die Kisten? Wo sind die Kisten hingekommen? Apropos Leute, ich brauche auch mal wieder welche. Meine sind alle tot. Cool. So, wenn ich jetzt noch auswendig wüsste, was man hier braucht, um den Tower zu zerstören. Ich nehme mal zwei Raketen. Oh, die landen genau bei uns. Oder sind das deine? Das von den Bächen meine, ja. Ah, die sind von mir da, ja. Haben die noch gemischt irgendwie? Meine finden wieder überall Ziele, wenn sie landen. Das ist aber auch so, von hinten, das ist egal. Sollen sie mal von hinten kommen. Ich renne mal zum Tower und versuche mein Glück. Oh, Bösewicht. War das dann ein Eigner? Mann. Das ist meine. Hm. Oh, 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 oh. Eieieiei. Oh, 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 oh. Nicht am Tower, die blöde Sicher. War das der Hubschrauber? Ein Dreckstück. Ein Miststück geradezu. Aber bei der Scheune, wo wir mal waren, dass sie da stehen. Hm? Bei der Scheune, wo wir mal waren. Was sind sie? Das sind die, okay. Ja, wir kommen jetzt genau von der anderen Seite irgendwie. Ja. Oh. Was zum Henker. Das war der Hubschrauber, der ist runtergekommen. Ja. Der brennt jetzt da hinten. Ich weiß nicht. Echt, 5-5. Ich nehme mal, kurz eine andere Waffe. Ja. Da ist eine Waffe, Auto irgendwo. Da. Wo ist da? Wo denn? Oh, da. Jetzt sehe ich sie auch. Ich habe alle. Sehr schön. Der Fahrer auch? Nee, der Fahrer lebt noch. Ah! Jetzt ist er tot. Oh, da hinten lebt auch noch einer. Achtung! Ja, ich habe drei erschossen, die sind da drin. So, da sind ganz schön viele sind da drin. Mann. Fährt noch? Ja, ja. Versuch mal, ob du zum Tower kommst. Da unten steht... Warte, da muss ich den erst markieren. Das ist ja ein MHQ. Du kannst sicher sein, wenn man die erste Kurve fahren, dann kommt uns ein Panzer entgegen. Gott, wo ist der Tower? Kannst du mal markieren? Da. Da muss ich jetzt Karte neu öffnen. Hast du den nicht auf der Map? Eigentlich dachte ich, wenn den jemand sieht, dann ist er bei allen nachher eingezeichnet. Dachte ich. Nee, ich sehe nicht. Die Markierung siehst du? Ne? Auch nicht. Wird ja immer bunter hier. Seitenkanal. Jetzt? Ja, jetzt. Okay. Ja. Achtung, jetzt musst du langsam fahren. Der schmeißt hier schon wieder Volk ab. Siehst du? Da hinten. Ja, ja, die fahren wir um. Panzer! Oder ist der leer? Da unten. Ach, das ist ein Brunnen. Sag mal. Also langsam. Das ist sehr mutig, was du hier machst. Warum denn? Ja, warte mal. 4 ist da. Läuft doch, die sind alle tot. Funktioniert tatsächlich. Wo ist der Tower? Da oben. Ah, jetzt hab ich die Bomben nicht mehr. Ich muss erst nochmal zu meinem Mesh. Ach nee, ich stell eins. Ah, okay, du bist ja auch so ein Täter, jetzt stimmt. Wart nicht zu nah ran, sonst du lockst sie regelrecht an mit der Karre. Ja, passt schon. Ja, oh. Genau. Hinlegen. Ich geh mal in den Wald. Und hol mal noch ein paar Leutchen. Da kommt ein. Oh. Da kommt nicht nur einer, da kommen mehrere. Heiliges bisschen. Nein, ich auf mich schießen. Ja, wo denn? Die erzählen mir dauernd von Feinden und ich höre es nur einschlagen. Ich bin im Zeit drin. Ja, das ist kein großer Schutz. Oh Gott, wo sind denn hier die Kisten jetzt wieder hingekommen?
Vorm Zelt. Da hinten ist ein Feind. Ich glaube, ich spinne. Da ist noch ein Fahrzeug, das ist aber, glaube ich, eh kaputt. Hier ist die Kiste, okay, schnell. Wo haben wir es denn, wo haben wir es denn, wo sind sie denn? Sprengladung, ich weiß natürlich auch nicht mehr genau, wie das... Huch! Mit dem Fernglas. Sah gerade aus wie bei Loriot auf der Rennbahn. Ja, wo laufen sie denn? That's the thing. Ist das einer von uns? Da kommt in einer mit dem... Oh! Oh. Sag mal. Panzer. Panzer. Woher denn? Oh, das... Ich habe ihn gerade noch gesehen. BADM. Scheiße, setze ich mal ins MHQ. Wir versuchen mal, ob wir da hochkommen mit dem MHQ. Wow, und dann ist kaputt. Ja, dann haben wir einen schönen Schluss für die Folge. Ja. Aber hier auf der Wiese, ich... Kann mir einfach nicht. Siehst du, da unten ist auch wieder einer durchgefallen. Also, hallo, ich komm nicht rein. Achso, warum das denn? Versuch nochmal. Keine Ahnung. Hinten? Da. Geh mal zur Waffe oben. Ah, hier. Wir greifen damit jetzt aber nicht an, sondern wir versuchen einfach, ob er näher rankommt. Und vor allem hier auf der Wiese steht das natürlich einfach auch doof. Ja, so ein bisschen, ne? Weil wenn man das irgendwie da hinten in die Scheune reinstellen könnte. Oh, das. Hoffentlich explodieren die beiden nicht. Da war doch glatt noch ein Panzer im Weg. So, jetzt wird's lustig. Wo war die Scheune? Links oben. Geradeaus jetzt. Nein. Oh. Hier? Nee, da. Da. Rechts, rechts. Rechts, rechts. Oh! Oh! Scheiße. Ich lebe aber noch. Oh, oh, oh. Ja, jetzt nicht mehr. Scheiße, Granaten und Zeugs. Lebt das MHQ noch? Oder brennt's? Ah. Echt? Mhm. Umzingelt von Panzern. Nee, das MHQ ist kaputt. Ja. Da kannst du nicht mehr spawnen. Mach mal AHQ. Mojo. Dann fliegen, Heli. Dann fliegen wir das schnell rauf. Das kann man, eigentlich kann man das Teil bewegen. Er ist kaputt. Der ist kaputt, das ist schlecht, aber eigentlich... Der steht ja auf einer Farb, der müsste sich doch reparieren. Ich kann nicht mal einsteigen, jetzt geht's. Dann muss ich mein Gewehr erst wieder nehmen. Das fliegt immer raus. Da. Das geht tatsächlich nicht. Normalerweise, wenn was auf einer Farb steht, dann repariert's. Dafür steht es auf einer Farb. Das funktioniert hier bei dem Teil offensichtlich nicht, aber warum das kaputt... Huch. Warum das das kaputt ist, weiß ich jetzt auch nicht. Nimm mal einen Panzer. Ja, geht wahrscheinlich nicht. Nee. Zu wenig Punkte. Sonst noch was zum Fliegen haben wir hier auch nicht? Nee. Hier hinten hätten wir noch einen Humvee, aber wir sind so weit weg vom... Wobei, es geht noch. Was ist denn das für ein Ding? Das ist Luftabwehr. Aber, ja, und jetzt höre ich nichts mehr. Heiliges bisschen. Damit schießt man doch nicht, wenn einer nebendran steht. Das ist zum, eben halt zum Luftabwehren. Sollen wir ja nochmal den Humvee nehmen? Können wir machen. So, und dann fahren wir da nochmal schnell hoch. Welchen denn hier? Ja, einen anderen hat es ja nicht. Das ist nochmal so ein Granatwerfer. Der fährt die immerhin noch. Ja, ein Stück. Nee, ist kein Granatwerfer. Doch, doch. Nee, ist ein Maschinengewehr. Dann versuchen wir es mal mit dem Maschinengewehr. Jetzt muss ich nur schnell gucken, wo ich lang muss. Stimmt das? Oh, Moment. Mach mal M, dann siehst du es. Ja, was machst du? Was machst du denn? Essen im Herbst. Essen beim Aufnehmen? Das ist, ja, ich hab so Hunger. Ja, ich verhungere auch gleich, aber da hat man ja ein bisschen Disziplin. Mach schon. Ja, das passt alles gerade aus. Also links. Ja. Das ist ja nicht so ewig weit.
Nee. Gut. Dann fahren wir das Stück mal noch. Ja, und was meint denn jetzt der Havara-Lord zu dem Spiel, wenn wir hier gerade eine kleine Ausfahrt machen? Doch so, es ist interessant. Mhm, macht doch irgendwie Laune. Ich meine, muss immer bedenken. Macht schon Spaß. Ist halt, ja. Es ist 4 Jahre alt, 5 Jahre alt mittlerweile. Also nicht, ja klar, nicht das Spielprinzip, aber die Grafik halt. Ja, ja. Aber ich denke mal, in Arma 3 wird es sowas auch geben, oder? Eben leider noch nicht, das ist aber in Arbeit. Aha. Also diese Map halt nicht. Es gibt so Domination-Maps, das ist ähnlich, aber halt nicht ganz so ausgeklügelt, finde ich. Weil eben hier kannst du KI holen, die dir hilft. Das Ganze ist rollenbasiert. Also sprich mit Punkten, dass du an die Waffen und die Fahrzeuge kommst. Und bei der Domination bei Arma 3 ist halt, du hast von Anfang an Zutritt zu allen Fahrzeugen, du kannst KI nicht wirklich holen. Das gefällt mir nicht wirklich. Aber sie arbeiten jetzt halt an einer Evolution-Map anscheinend für Arma 3. Und das dürfte relativ geil werden, weil mit der Grafik, die das Spiel hat, da freue ich mich echt drauf. Arma 1 ist schon geil, diese Map. Die gibt es ja seit Arma 1 schon. Nur ist halt Arma 1 ja, ja. Mittlerweile, das kannst du halt wirklich fast nicht mehr spielen von der Optik her. Das ist 10 Jahre alt bald. Das macht Aua, wenn du da guckst. Stimmt das, wo ich hier fahre? Jetzt geht's links oder rechts? Ja, jetzt links. Links. Gut. Und jetzt haben wir halt, was hier jetzt halt noch ist, jetzt ist schon spät, da waren nicht viele Leute auf dem Server und so. Das Spiel wird natürlich erst richtig geil, wenn 30, 40 Leute drauf sind. Mhm. Wenn dann die Stadt wirklich von allen Seiten bekämpft wird und so weiter. Jetzt waren wir immer zu dritt, viert, fünft vielleicht mal noch. Und dann ist es halt auch entsprechend schwierig. Weil dann konzentrieren sich die Feinde halt natürlich auf dich. Wenn du immer am gleichen Ort liegst, irgendwann wissen sie, wo du liegst und dann kommen sie. Und wenn halt da 30 Leute liegen, dann kriegen sie Probleme. Ganz klar. Immer noch geradeaus? Mhm. Gut. Hier hat schon umgestürzte Bäume, sag ich. Oh, nee, sorry. Das war dann ein eher links. Genau. Joyous. Ja, ich habe mir die Landschaft angeguckt. Ja, ist schön. Aber total. Ist halt. Mich erinnert es immer an DC, ist halt DC im Prinzip. Mhm. Aber was halt dir bei diesen Evolution Maps und Arma selber Vorteil ist gegenüber einem DC, ist halt einfach, du hast die. Oh! Ja, sag mal. Ja, das waren die besagten Wegstreckenlauerer. Da musst du aussteigen, kannst du? Lebst du noch? Ja, ja. Scheiße. Nein, Panzer! Ja, das waren besagte Wegstreckenlagerer, was ich vorhin mal gesagt habe. Wenn du Pech hast, ist halt mitten auf dem Weg dahin im Niemandsland, sind irgendwelche, die gerade in das Kaff fahren wollen. Und wenn die dich dann da erwischen, ja, das ist natürlich dann blöd, weil die erwischen dich dann. Ganz einfach. Ich habe irgendwie mein Gewehr verloren, wie kann das denn sein? Ja, komm, hier steht noch ein Handy. Nee, da ist es ja. Wo ist hier? AHQ. Wo bist du denn? AHQ. Ah, du bist schon wieder zum AHQ. Da steht noch ein Hamwi. Machen wir eine längere Folge. Was ist denn das für ein Ding hier? Huch! Nicht alles kaputt machen. Ah, das ist ja, das ist nur ein Ding. Denn, Gott, wie heißt es gleich nochmal? Halt für Panzer und so weiter. Das kann ich hier wieder nicht einsteigen, also teilweise spinnt das Ding. Echt, geht nicht. Jetzt geht's. Ah, Tow heißen die Teile, genau. Das ist einfach gegen Fahrzeuge. Und das funktioniert komischerweise auf der amerikanischen Seite nicht so gut. Du kannst sie eigentlich markieren, aber du triffst damit nichts. Auf der russen Seite, wenn du so was ähnliches hast, markierst du und da triffst du auch. Das ist richtig geil. Was willst du denn jetzt mit dem Teil? Das ist völlig... Da triffst du nichts. Willst du da hochfahren? Okay. Ah, nö. Machen wir denn? Wir könnten noch einmal... Oh, das ist ja auch schön. Das kann man, glaube ich, mitnehmen. Mit dem Lastwagen. Ah, oh, da kann ich nicht einsteigen. Nee. Habe ich auch keine Punkte für. Schade. Aber hier hätte man eh nicht viel machen können. Da wäre nicht viel mit Schießen gewesen. Warum nicht? Ja, Vorschläge?
Sollen wir nochmal. Vorschläge, was? Sollen wir nochmal zurück zur Base und mit dem Hubschrauber nochmal hinfliegen? Können wir auch machen, ja? Ja. Jetzt macht das ganz kaputt. Und jetzt höre ich wieder nichts mehr. Ich mach mal einen fröhlichen Respawn. Oh, ich hätte sie auch täten können, weißt du? Ja, dann gibt's noch mehr Minuspunkte. So, okay. Wir machen jetzt einen letzten Helikopterausflug. Ins Feindesgebiet. Und gucken mal nochmal, wie weit wir da noch kommen. Und dann sind wir ja. Doch noch mal ein bisschen geflogen. Sind wir jetzt zwar vorhin auch. Ja, gut. Der Blackhawk, wo ist denn der Blackhawk? Wieso ist der nicht mehr da? Man könnte nicht mal mehr das MHQ winchen. Meine Waffe habe ich jetzt noch, ne? Ja. Das ist ein normaler Chopper, ja, der kann nichts liften, das ist mir klar. Ich frage mich nur, wo die Blackhawks hingekommen sind. Ich hab's nicht. Nee, das ist, glaube ich dir sogar. Ich dachte, die spawnen wieder. Eigentlich. Bist du drinne? Ja. Gut. Let's fly. Okay. Ja. Ja, ist ein Flughafen, da muss man tief fliegen. Ja, geil, jetzt ruckelt's wieder, das ist natürlich perfekt. Kannst du mir wieder ein bisschen Weg weisen? Na, aber natürlich. So professionell. Ja, ich hab's markiert. Ich hab's ja eh auch markiert, oder sehe ich jetzt deine Markierung? Das kann ja auch sein. So, immer ein bisschen unterm Radar durch. Da war gerade ein Blitz. Echt? Der kann uns eigentlich auch erwischen. Aber das müsste sehr, sehr blöd gehen. Aber das habe ich auch. Das war aber ziemlich knapp. Das habe ich schon mal gehabt. Das sieht relativ geil aus, aber man erschreckt sich zu Tode. Ja, da rechnest du ja nicht damit. Mhm. So, sind wir schon in der Nähe? Das musst du mir sagen, ich sehe es nicht wirklich. Ja, kannst du noch ein Stück. Gut. Oh, aufpassen, da hat's. Telegrafenzeugs. Ups. Die Richtung stimmt auch noch. Oh, da steht ja der Blackhawk, den ich vorhin gesucht habe. Dann können wir dann ein bisschen links. Doch langsam runter hier. Ja, jetzt kann ich runter. Kein Fallschirm. Ja, aus der Höhe nicht. Da bist du tot, da geht der Fallschirm nicht auf. Theoretisch kannst du es natürlich, da muss einfach der Little Bird entsprechend. Bonuspunkte. Weg sein. Hoch sein, meine ich. Ja, Bonuspunkte. Wofür das denn? Keine Ahnung. Auch nicht schlecht, weil du mitgeflogen bist, weil du es überlebt hast wahrscheinlich. Die kennen meinen Flugstil. Da steht einfach ein Frage, Ausrufezeichen, falsch. Oh Gott. Oder Info-Ding halt und Bonuspunkte. Wir sind ja völlig, völlig weit weg, aber näher ran kommst du nicht, hast du ja gesehen. Da kommt man halt gleich unter Feuer. Warum habe ich den jetzt wieder. Sag mal, bin ich jetzt nackt hier? Scheiße. Jetzt habe ich. Warum habe ich meine Waffe nicht mehr? Gibt's ja nicht. Wo bist du? Wo bist du denn? Ja, wo bist du? Auf der Straße. Warum? Wo willst du denn hin? Ja, wo bist du? Ach, da bin ich. Mir hat's die Waffe nicht gespeichert. Warte mal, ich muss mal schnell ein Lazarett machen, um schnell wenigstens irgendwo ein Gewehr zu haben. Gibt's ja gar nicht. Ja, wenn wir unser Auto finden, können wir das nehmen. Was für ein Auto denn? Unser. Unser? Haben wir ein Auto? Den haben wir. Der ist doch kaputt. Ah. Den muss man reparieren. Echt? Ja, sonst gibt das nichts. Kacke. Nehmen wir mal die M16. Dann haben wir irgendwo. Du? Mhm. Gut. Okay. Mit Punktvisier, das ist doch gar nicht schlecht, das Ding. So, Attacke. Kommen Sie, Soldat. Attacke. Wir haben noch einen weiten Fußmarsch vor uns. Stimmt die Richtung wenigstens? Die Richtung stimmt perfekt. Ja, wir laufen genau. Lass uns mal zum Panzer gehen, der kaputt ist, weil mit dem kannst du wahrscheinlich noch schießen. Ah, okay. Wo ist der? Musst du auf der Map gucken. Nö. ja, oder mir hinterher, das stimmt ungefähr.
Weil wenn die Fahrzeuge zerstört werden, dann die spawnen sozusagen dann wieder am gleichen Ort. Die kannst du aber nicht mehr fahren, weil sie kaputt sind, aber in der Regel schießen kannst du damit wieder. Ja geil, und dann willst du einen Huckepack? Nee, wenn der gut steht, dann ziehst du genau aufs Dorf runter. Ja, wenn er ja, gut steht. Ja, wenn er schlecht steht, dann sind wir immerhin schon mal in der Nähe vom Dorf. Sonst haben wir dann wirklich nicht viel gewonnen, das ist wahr. Kommt der schon bald? Nee, meine Herren. Aber man kommt mit dem Little Bird echt nicht mal in die Nähe, ohne dass man gleich unter Feuer kommt. Ja, klar. Keine Chance. Brauchst so ein, wie heißt so ein Tarnheli? Was für ein Heli? Ein Tarnheli. Ach so, von, genau, Tarnkappen. Ding verfasst, ja genau. Tarnkappenteil, das wäre auch noch eine Idee. Oder noch tiefer fliegen, aber irgendwann hat sich dann erledigt, wenn du auch mit tief fliegen kommst du nicht ganz ran. Deswegen ist halt das immer eine gute Erfindung in der Map. Das wäre vielleicht mal bei D7 auch mal noch eine Idee. Sowas ähnliches zumindest. Weil das ist ja wirklich, was man da eines läuft. Ja, so ein Taktikeinstieg. Mhm. So, da unten ist Kaff, das sehe ich schon mal. Da müsste doch der Panzer auch mal kommen. Nee, mein Gott, wir laufen ja ganz falsch. Rennst du hinter mir her? Schon, ich bin genau hinter dir. Clever. Warte mal. Ja, ah, aber jetzt, das heißt über jetzt die stimmt, oder was? Ich muss noch. Oh, du? Gut. Ja. Aus Versehen. Jetzt stimmt's von der Richtung her. Bei unserem Glück steht der Panzer genau irgendwie hinterm Baum. Und man sieht überhaupt nichts, wenn man einsteigt. Wobei, nein, da steht er, der steht doch gut. Den hat wahrscheinlich der Ratzfatz noch hier hingestellt. Hallo? Holst du gerade KI? Okay, ja. Alles klar. Hol ich auch mal noch welche. Aber der sieht völlig kaputt aus. Quatsch. Nee, doch, nee. Der ist einfach cool. Da. Seven, you read? Over. Seven is dead. Geht's? Nee. Is dead. Oh doch, geht. Oh. Siehst du was? Ja, da hinten. Oh ja, da hinten. Da fährt auch was. Geht doch. Die Bäume sind zwar relativ ungünstig im Weg, aber... Ja, total. Da unten fährt ein Panzer. Ja, ich seh's. Jetzt ist er hinterm Haus. Nein. Jetzt kommt er wieder vor. Wo und? Da, wo ich hinschieß. Ich treffe ihn genau. Ah. Ja, der braucht seinen Oh, der Laden. Schießt zurück. Ich bin schon blutig. Ich steig mal aus. Ja. Ja, genau. Ja, genau. Da kommen Granaten. Komm, lade nach. Lebst du noch? Erstaunlich. Kann nicht, ich glaube. Lebst du immer noch? Ja. Dass der nicht auf den Panzer losgeht. Jetzt hast du. Ja. Schön gesehen. Da kommt einer. Einer was? Ein Fußballer. Hast du gerade auf mich geschossen? Nein. Gut. Wo war nochmal der Tower? Irgendwo da hinten. Ich versuch's jetzt mal mit... Da fährt doch was. Mit Vollgas. Wo fährt was? Irgendjemand hat gerade die Tankstelle in die Luft gejagt. Ich weiß nicht. Oh, da kommt ein Fahrzeug. Oh, und jetzt hat es mich zerlegt. Siehst du das Fahrzeug, da wo ich gestorben bin? Ich weiß nicht, wo das ist. Das ist schlecht. Das fährt jetzt auf die Hauptstraße. Naja gut, ich beende hier mal die Folge. Wir haben eine fette halbe Stunde hingekriegt. Jo. Dann danke fürs Zusehen, Leute. Bei uns ist Nacht. Wir gehen dann mal wahrscheinlich langsam zur Ruhe. Und ihr macht hoffentlich auch noch was Schönes. Gut, bis dann. Tschüss. Jo, ciao.